Dann starten wir The Next Mission. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach ja, da gibt's noch was zu holen. Falsche Richtung. Ich bin jetzt gerade storytechnisch habe ich ja die Namek-Saga durch, also Freezer erledigt und so weiter. Auch vom Level her Level 47. Ich bin schon irgendwie overpowered in der Story, habe ich das Gefühl. So. Apul hat eine kleine Mission für uns. Na, was willst du? Ein Saiyajin? Was hat ein Saiyajin denn hier verloren? Moment, Saiyajin sind ein Kriegervolk. Wenn wir uns den hier zunutze machen können. Heda, was hältst du davon, für die Freeze-Armee zu kämpfen? Nein, danke. Wir brauchen deine Hilfe im Kampf gegen einen Gegner, der es sogar mit Lord Freezer aufnehmen kann. Stärker als Lord Freezer. Geht überhaupt nicht. Und kommt dein Kriegerblut beim Gedanken an einen würdigen Gegner in Wallung? Wenn du uns hilfst, wirst du natürlich fristlich belohnt. Die Freeze-Armee wird früher oder später das ganze Universum beherrschen. Träum weiter. Bist du jedenfalls bereit, uns in unserer Not beizustehen? Und warum nicht? Natürlich, Son Goku und Krillin besiegen. Dafür kriege ich Streufeuerrückzug. Dann bin ich mal gespannt. Legendärer Super Saiyan. So, be honored that you can fight with me. Now, let's begin. Feel the wrath of all the Namekians you killed! Nein! Piccolo, geh weg! So, jetzt kommt die Not bad, but the battle has just begun. Nein. Und ich sprinte noch rein. Ich wollte ihn von hinten überraschen. Ich dachte, es wäre vorbei gewesen. Took too much damage. Yes, continue. Danke. Oh. Hurry it up! This is just irritating! Fuck! I will end this in an instant! That was close! In your face. Not cop. So the Prince of Apes wishes to challenge me. How amusing indeed. That's right, Prince. You won't be keeping it up long. Dad! Daddy! Help me! Können wir mal aufhören, euch zu rangeln? Alter! What happened? Stubborn fool! This is getting annoying! Is this my limit? Impossible! This can't be it! Oh! Come! So, nächster bitte. Sorry I'm late, guys. Ah, jetzt kommen die beiden. Ah, ich muss kriegen. I'm a Saiyan raised on Earth too!
Dann verwandelt er sich in No reason to go easy on each other. Know what I mean? I'll take Man care of the rest. For the sake of the Saiyans. And the Namekians. Nako. And all the countless, helpless people you mercilessly killed. You're done for! Frieza! I will defeat you! I'll kill every little Saiyan remaining. Goku! Oh, how dare you! You'll pay for this! You'll pay for this! What's the story? Curse you, Frieza! Wenigstens klappt das ja wunderbar. I'm mad! What is that form? Ich ahne Übles. Wo ist er? This is the end for you, Frieza! All those innocent people you shamelessly killed! Even Krillin. I'm not going to let you get away with this! I'm going to make you suffer! What nonsense! Was ist besser als ein Super Saiyajin? Natürlich ein Dreifacher! Ja. Ist die Normus Stream Cut Wert ab, okay. Ah, komm, komm. Voll ins Fuck! Der hat auch ein paar mehr gemacht, der Wechsel. So. Und verteidigen das Wochenende nicht gut. Ja, ein bisschen aufblustern. Yes. Gut, Dinger. Oder auch nicht, weil ich dich nicht treffe. Alter, kannst du noch Frieza in Ruhe lassen? Warum nicht das? Von kam her aus dem Nichts. Lost? It seems you have some semblance of motor skills. Until the next lesson then. Na, aber die Attacke nicht bekommen. Schade. Macht nichts. Du hast es wohl geschafft. Danke für deine Hilfe da draußen. Der Super Saiyajin konnte sich wohl doch nicht mit Lord Frieza messen. Was zu erwarten war, niemand im Universum kann es mit Lord Frieza aufnehmen. Hahaha, endlich ist die Zukunft der Frieza-Armee gesichert. Du hast dich gut geschlagen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit Erfolg gerechnet. Falls wir wieder Hilfe brauchen, melde ich mich bei dir. Also sei bereit. So. Erstmal will ich zu meinen drei neuen Meistern wenden. Die haben nämlich auch was für mich. Was? Wieso fliegt Dodoria? Hey du da. Ja, ich rede mit dir. Stopp. Der Grund ist kompliziert, aber ich gebe dir gleich eine ordentliche Abreibung. Bist hoffentlich bereit. Was? Ich hab dir nichts getan! Warum? Alter, gib dir mir gleich noch eine Schelle hier. Iki. Was? Kann ich auch. Ja, das war nicht gut. Komm. Na? Traust du dich nicht? Okay, dann komm ich zu dir. Ach, wie er einfach ausweicht. Die Computer sind einfach schlau geworden.
komm, bist du nicht dein Ernst? Nein. Was macht der da hinten? Hallo? Okay. Aua. Alter, ich will doch nur die scheiß Attacke gegen dich machen. Sieh. Wag es ja nicht nochmal mich anzugreifen, du Dodoria. So sieht's also aus. Okay, du hast meine Prüfung bestanden. Glückwunsch, du gehörst jetzt zu uns. Wenn du dich uns anschließt, freut das Lord Freezer sich enorm. Also komm zu mir, wenn du einer von uns werden willst. Es wird dir nicht leid tun, hahaha. Deswegen ist er hier hochgeflogen, weil ich hier in sein Sperrgebiet gegangen bin. Was haben wir hier? Salatkopf. Wo ist jetzt noch höher? Ah, nee. Doch! Ginyu! Hey! Hallo! Hey du Idiot! Hoch mit dir! Gerade stehen! Du kommst ja rüber wie ein Gammler. Hey, nicht nett das. Gut. Du hast einen robusten Körper. Und scheinst das Kämpfen gewöhnt zu sein. Aber am wichtigsten ist, dass du Feuer in den Augen hast. Gut, den anderen muss ich das nicht sagen, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich will gute Ergebnisse von dir sehen. Die Bühne gehört dir. Also, geh mit deinen Kräften bis ans Limit. Ausgezeichnet, meine fantastischen Partner und ich werden dir deinen Wunsch erfüllen. Mit diesem Spezialkurs des Genius Sonderkommandos bist du im 0,nix als Elite-Soldat bei der Freeze-Armee. Nein, nein, du musst nicht antworten. Ich weiß, was du sagen wirst. Wer könnte ein derart wunderbares Angebot ablehnen? Endlich bist du bereit. Du hast uns ganz schön lange warten lassen. Es ist an der Zeit, dich einer einfachen Prüfung zu unterziehen. Überrascht? Dann warte mal ab, welche Überraschung das Schlachtfeld für dich parat hat. So verbessern wir uns. Du magst vielversprechend aussehen, aber das hat keinen Einfluss darauf, wie hart ich zuschlage. Also, begib dich zum Prüfungsort. Es wird Zeit für deinen Spezialkurs. Genius Prüfung. Da muss ich doch bestimmt nur diese komische Pose machen und dann ist gut. Ach, Handy. Okay, keep quiet now. Your test is about to begin. It's a test, but there's no cheating. Game on. I'm here to determine if you've got what it takes to enroll in my full training course. Excellent. So far, so good. Well, you're okay, you pass. Now, prove your joy by doing a little dance. What? What a monster! You've reached a level any sane would dream of! Toll.
Ich will diese Kampfpose nicht haben. Hat er nichts Gutes? Du hast bestanden. Trotz des spontanen Tests konntest du einen kühlen Kopf bewahren. Gut gemacht. Du hast Talent, das spüre ich. Ich freue mich darauf, deine Entwicklung mitzuerleben. Das ist für heute alles. Mach ein paar Übungen zum Abkühlen und pass auf dich auf. Du hast mich warten lassen. Ich habe was Besonderes vorbereitet, das dir helfen wird, das Eis zwischen dir und den anderen zu brechen. Aber glaub nicht, das sei eine einfache Plauderei beim Essen mit ein paar netten Aktionen nebenher. Nein, du wirst gegen die anderen Mitglieder des Genius Sonderkommandos kämpfen. Natürlich ist das ziemlich unfair, also kämpfe ich zum Ausgleich an deiner Seite. Ab und zu verabschiede ich mich, damit du das gesamte Kommando kennenlernen kannst. Jetzt nicht nervös werden. Also, die Party kann losgehen. Dein Spezialkurs beginnt jetzt. Ja, Meister will ich den nicht haben. Nur keine Angst vor dem ersten Kurs. Blablabla. Das wird sich sowieso mal wiederholen. Schließe die Lektion des Ausbilders ab. Was bekomme ich? Och nein! Was macht diese Kampfpose? Ach, da steht ja, da muss ich nur lesen. Im Kampf Pose A wehrst du gegnerische Angriffe eine begrenzte Zeit lang automatisch ab. Oh. You and I are teammates. Ready? Fight! Yeah! Guldo, Chase, Lacoon, Murder, Walter, and reveal your darkest secrets! Don't! Anything but that! Gotta do what the captain orders! Well... This should be easy. All right. Surround the new recruit and go at it with all you've got. Jeez, du willst als erster sterben? Utterly detestable. But I'll go. You're pretty good. You're stronger than I thought. Wonderful. That's how it's done. Wow. Guldo, komm her. Das sieht so, ich weiß nicht, irgendwie knuffig. Also bei einem weiblichen Charakter sieht das wirklich eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Die kann das. Die darf das. Aber wenn ich das jetzt mit meinen männlichen Charakteren mache, das sieht so bescheuert aus. 100 Pro. That's all for today's training. Go stretch out on your own, everyone. It seems you have some semblance of motor skills. Until the next lesson, then. Yay, Kampfpose A bekommen. Wow, das will ich ja sowas von gar nicht eigentlich. Obwohl, wenn man es gut nutzen kann. Sollte ich Angriffe abwehren, habe ich aber nichts von gemerkt. Ja. Wahaha, du hast gegen alle vier alleine bestanden, obwohl ich versucht habe, dir zu helfen? Alle waren beeindruckt von dir. Das muss doch Musik in deinen Ohren sein. So traurig der Abschied auch sein mag, aber das ist für heute erstmal alles an Training. Und als ein Elite-Mitglied des Kommandos erwarte ich von dir, dass du morgen wieder bereit bist. Müdigkeit wird hier nicht geduldet. Nimm ein schönes heißes Bad und ruh dich gut aus. Hab Bad genommen, jetzt bin ich wieder bereit. Der labert, glaube ich, immer den Scheiß, oder? Ach, keine Ahnung. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Und was bekommen wir? Die Milchkanone! Yay!
Mann, Calcium für den Gegner. Endlich mal keine Kampfpose. So. Feuer deine langsam fliegende Key-Explosion ab. Wenn du die Taste gedrückt hältst, veränderst du die Geschwindigkeit dieser Technik, sodass sie eine größere Reichweite hat. Bei einem Super Saiyajin sind sowieso alle aufgeladenen Angriffe komplett anders, aber ich kann nicht zum Super Saiyajin. Today the great Captain Ginyu will give you a one-on-one lesson. Watch my attack. Observation is a big part of combat. But you won't win by just standing around and staring at me. Is that clear? Oh, wenn du mal aufhören würdest mit meinen ganzen Attacken auszuweichen. Das schon wieder. Good. You learn quickly. I like that. Komm her, du Frosch. Oh. Der hat aber noch überlebt. Wow. Nicely done. I think I'll give you a gold star for today. It seems you have some semblance of motor skills. Until the next lesson, then. Dum dum dum. Wow. Ich dachte schon, ich hätte schon wieder ein Level ab, aber nee, das sind ja 3000 und ich brauche 18.000 fürs nächste Level. Du hast dich gut an die Regeln gehalten. Das verlangt nach einem freundlichen Klaps. Hey, don't touch me, please. Übrigens, die Technik, die ich dir diesmal beigebracht habe, wurde von mir selbst entwickelt. Die anderen besitzen ihre eigenen Spezialtechniken, aber da du noch keine hattest, wollte ich dir helfen. Benutze sie als Model. Schon bald wirst du deine ganz eigene Spezialtechnik erfinden können. Siehst du? Alles, was ich tue, ist zu deinem Nutzen. Du solltest aber den anderen die Technik, die ich dir gerade beigebracht habe, nicht zeigen. Wenn sie das rausfinden, flippen sie total aus und greifen dich an. Fangen wir an. Das scheint mir zwar viel zu früh zu sein, aber die heutige Prüfung ist deine letzte. Kein Grund, so glücklich zu tun. Spar dir deinen Jubel für später auf. Hör gut dazu. Diese Herausforderung unterscheidet sich nämlich stark von den bisherigen. Und zwar, weil ich dir meine mächtigste Technik beibringen werde. Damit gehe ich und etliche andere ein großes Risiko ein. Ich bringe sie dir nur bei, weil ich großes Vertrauen in dich habe. Ich glaube, es wäre ziemlich gut, wenn du diese Technik beherrschst. Also enttäusch mich nicht. Okay. Genug geredet, das ist deine letzte Lektion. Legen wir los. Ich bin mal gespannt, was es ist. Ernsthaft? Die Attacke gibt's? Man darf wirklich Körper tauschen? Wow, nice. Okay. Tauscht alle Attribute und Fähigkeiten mit dem Gegner. Now I'll instruct you using my full power. How do you feel? Honored, right? Use everything I've taught you up until now. You have the tools to succeed. Be sure to top it all off by using my patented ultimate attack. That's more than I expected. Who could have guessed you'd be so talented?
glaube, die Technik bringe ich meinem Charakter sogar bei. Alter. Dann lasse ich mich halb tot prügeln, tausche den Körper. Und dann brauche ich nur noch einen Schlag. Celebration pose. 1, 2, 3, victory! What? What a monster! You've reached a level any sane would dream of. Oh, diese Attacke ist schon herrlich. Körpertausch. Die funktioniert aber wahrscheinlich nur online richtig gut und nun ja, gegen die Kampagne-Gegner wahrscheinlich gar nicht. Ja, hervorragend. Du konntest meine gesamte Speziallektion absolvieren. Ich war noch nie so bewegt. Das muss bedeuten, dass ich immer noch der Stärkste bin. Haha, das hätte ich wohl gern. Es ist mir eine große Ehre, dich als sechstes Mitglied des Genius Sonderkommandos willkommen zu heißen. Oder zumindest wäre es mir eine. Leider wurdest du abgelehnt. Was? Haha, das hast du beinahe geglaubt, was? Du dachtest, du würdest aufgenommen? Oh nein, das wäre zu einfach. Aber sei nicht enttäuscht. Jetzt kommt der gute Teil. Ich werde Lord Freezer vorschlagen, dir dein eigenes Kommando zu übertragen. Ich behalte das Genius-Sonderkommando und du wirst Captain einer ganz neuen Truppe. Wir beide werden Befehler von Lord Freezers militärische Stärke sein. Was sagst du dazu? Klingt doch besser als nur mein Lakai zu werden, oder? Hehehehe. Ja, mein eigenes Kommando. Yay. Wenn du das möchtest, sag einfach Bescheid. Dann werde ich sofort mit Lord Freezer sprechen. Bis dahin solltest du dir ausführlich Gedanken über die perfekte Pose für deine Gruppe machen. Hahaha.